Schönen guten Morgen und hallo und herzlich willkommen bei der heutigen gemeinsamen Pressekonferenz von SPÖ und NEOS mit Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und Clubvorsitzenden Christoph Wiederkehr. Als erstes nun ein Wort Bürgermeister Dr. Michael Ludwig. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, darf Sie herzlich begrüßen zu unserer gemeinsamen Pressekonferenz, wo wir auch unsere ersten Schwerpunktthemen präsentieren wollen, nachdem wir in den letzten Tagen sehr intensiv an einem gemeinsamen Programm gearbeitet haben. Sie wissen, dass es mir wichtig war, nach dem 11. Oktober, nach der Landtags-, Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahl sehr schnell zu einer stabilen Stadtregierung zu kommen. Ich habe unmittelbar nach der Wahl auch die Themenschwerpunkte festgelegt, die mir wichtig sind und die ich auch bei den Sondierungsgesprächen eingebracht habe. Das ist ein stabiles Gesundheitssystem, gerade jetzt in der Corona-Krise. Das sind die Auswirkungen auf die Wirtschaft, insbesondere auch auf Klein- und Mittelbetriebe. Das ist die Stabilisierung des Arbeitsmarktes. Das ist Bildung. Das sind aber auch Themen wie leistbarer Wohnraum und gerade im Spannungsfeld zwischen der Herausforderung, auch in Zukunft eine weltoffene Stadt zu sein, aber einen besonderen Schwerpunkt zu legen auf die Interessen der Wiener Bevölkerung. Ich habe das immer mit dem Wien-Bonus in Verbindung gebracht. War mir wichtig, in diesen Sondierungsgesprächen zu schauen, mit welcher Partei wir ein gemeinsames Zukunfts-, ein Fortschrittsprogramm entwickeln können. Und es hat sich herausgestellt, dass wir gemeinsam mit den NEOS hier sehr viele Übereinstimmungen gefunden haben und dass wir die Tür aufmachen können für die erste sozialliberale Koalition, die es in Österreich gibt. Das ist, wie ich meine, ein besonderes Zeichen, dass das gerade in der Bundeshauptstadt gesetzt wird. Ich bin sicher, das wird Nachahmer finden. Und ich habe da ein wenig Bezug genommen, auch in der Geschichte der Bundesrepublik, nämlich die sozialliberale Koalition, die unter Willy Brandt und Walter Scheel getroffen worden ist, 1969, hat gerade zum Modernisierungsprozess auch der Bundesrepublik viel beigetragen. Das waren spannende, interessante Jahre für unser Nachbarland. Und gerade unter dem Titel, den Willy Brandt auch gefunden hat, mehr Demokratie wagen, hat es sehr viel an gemeinsamen Reformen gegeben, die hier gezeigt haben, dass Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, aber auch Liberale sehr gut zusammenarbeiten können. Und es war wichtig, dass wir diese Übereinstimmungen in den Vordergrund gerückt haben, natürlich auch darüber gesprochen haben, wo sich unsere Parteien unterscheiden. Und da gibt es natürlich auch vieles, das soll man gar nicht verschweigen, dass wir unterschiedliche Parteien sind, die auch verschiedene Zielgruppen in der Gesellschaft abdecken, dass wir aber ein sehr modernes, ein sehr gutes Programm gemeinsam verfasst haben, das wir in Eckpunkten Ihnen heute auch präsentieren wollen. Denn wir gehen davon aus, dass wir gerade jetzt in der Gesundheitskrise einen starken, leistungsfähigen Sozialstaat benötigen, der auch in der Lage sein muss, die Herausforderungen in der Wirtschaft zu begleiten. Insbesondere für Klein- und Mittelbetriebe, für Ein-Personen-Unternehmen ist es notwendig, hier jetzt Maßnahmen zu setzen, um zu unterstützen und auch mitzuwirken, dass diese Klein- und Mittelbetriebe, diese EPUs jetzt nicht unter die Räder der Gesundheitskrise kommen. Und von daher ist es wichtig, dass wir auch die kommunale Daseinsvorsorge aufrechterhalten. Und ich bin stolz, Bürgermeister einer Stadt zu sein, wo Mitarbeiter der Wienenergie freiwillig sich in Quarantäne begeben, um sicherzustellen, dass die kritische Infrastruktur aufrechterhalten werden kann. Oder dass die Busfahrerinnen, U-Bahn-Fahrer der Wiener Linien auch während eines Terroranschlags trotzdem weiterfahren, obwohl sie zum Zeitpunkt des Terroranschlags nicht sicher sein konnten, ob nicht ihre eigene Gesundheit, ihr eigenes Leben in Gefahr ist und trotzdem für die Aufrechterhaltung der Stadt mitgewirkt haben. Und es ist uns bewusst, dass wir Maßnahmen setzen wollen in der Wirtschaft, am Arbeitsmarkt. Mir persönlich, aber da treffen sich unsere Ambitionen, sind vor allem die ganz Jungen am Arbeitsmarkt wichtig, insbesondere jene, die auch eine Lehrstelle suchen, aber auch die älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die über 50 sind und jetzt aufgrund der wirtschaftlichen Lage besonders am Arbeitsmarkt unter Druck geraten. Und wir haben auch vor, dass wir das gut funktionierende, öffentlich finanzierte Gesundheitswesen weiter ausbauen wollen.
mit sogenannten Primärversorgungszentren, Gesundheitszentren, wo wir sicherstellen wollen, dass wir begleitend unterstützen zu den gut funktionierenden Spitälern und Krankenhäusern, die es in unserer Stadt gibt, weitere Möglichkeiten haben, sehr bürgernah vor Ort auch in den Bezirken Angebote zu erstellen, um nicht nur im Krankheitsfall da zu sein, sondern auch präventiv wirken zu können, die Wienerinnen und Wiener in die Lage zu versetzen, gar nicht erst krank zu werden. Und es gibt einen Themenschwerpunkt, der uns auch beide persönlich sehr interessiert. Da möchte ich aber nur kursorisch das Thema streifen. Das ist das Thema Bildung. Da ist uns in den letzten Jahren vieles in Wien gelungen. Wir haben vor 10 Jahren den kostenfreien Kindergarten eingeführt. Wir haben mit diesem Schuljahr die kostenfreie Ganztagsschule an 70 Standorten realisiert. Wir wollen diesen Weg weitergehen, weitere Standorte auch anbieten. Und wir wollen auch das gute Projekt Bildungscampus, das wir an 6 Standorten schon realisiert haben, weiter ausbauen. Wir haben vor, in den nächsten Jahren insgesamt 14 Standorte in Wien zu errichten. Sie wissen, das ist ein auch international sehr anerkanntes Modell, wo man vom Kindergarten über die Pflichtschule bis hin zu einer weiterführenden Schule an einem Standort als Kind den gesamten Bildungslauf durchschreiten kann und nicht nur pädagogisch sehr gut betreut wird, sondern auch Zusatzangebote vorfindet, die es ermöglicht, gerade auch Kindern aus sozial schwachen Gruppen eine entsprechende Unterstützung zu bieten. Und das ist etwas, was uns ganz wichtig ist, nämlich, dass wir in der Bildung auch Gerechtigkeit schaffen für alle Kinder, egal welchen sozialen oder wirtschaftlichen Hintergrund die Eltern haben. Wir haben es gemeinsam formuliert, das Bildungsversprechen, aber es ist ein Thema, das überlasse ich dann gerne auch Ihnen. Wir wollen auch im sozialen Wohnbau weiter voranschreiten. Wir haben uns vorgenommen, dass wir das sehr gute, umfassende Angebot im leistbaren Wohnraum weiter ausbauen wollen, was Gemeindewohnungen betrifft, aber auch geförderte Miet- und Genossenschaftswohnungen und dass wir eine Sanierungsoffensive starten im kommunalen Wohnbau, aber auch im privaten Wohnhausbereich. Und bei den Gemeindebauten wollen wir auch die Vergabekriterien gemeinsam auch uns näher noch anschauen, aufgrund auch gesellschaftspolitischer Veränderungen, die sich ergeben. Ein Ziel, an dem wir auch gemeinsam sehr hart gearbeitet haben in den letzten Tagen, aber das wird für uns auch begleitend in den nächsten Jahren wichtig sein, ist, dass wir Wien zu einer Klimamusterstadt machen wollen. Da sind wir jetzt schon sehr gut unterwegs. Wir haben seit 20 Jahren in Wien ein Klimaschutzprogramm der Stadt, das auch beispielgebend war für viele andere Großstädte und Metropolen. Aber es gibt natürlich neue Herausforderungen und wir nehmen uns gemeinsam auch Neues vor. Wir wollen da wieder auch internationaler Vorreiter sein und wollen zeigen, dass wir in der Lage sind, den Ausbau der alternativen Energie voranzutreiben, dass wir bei der Abfallvermeidung, aber auch bei den Begrünungs- und Kühlungsmaßnahmen neue Wege beschreiten. Da haben wir uns vieles vorgenommen, aber ich denke, dass die Forderung, Klimamusterstadt zu werden, Klimahauptstadt zu werden, dass das etwas ist, was wir gemeinsam erreichen wollen. Das heißt, gerade die Verbindung von modernen Technologien und gesellschaftspolitischen Anliegen ist etwas, was wir zeigen wollen. Wir sind eine moderne Stadt, wir sind eine Stadt, die insbesondere auch diese Modernität verbinden wollen mit sozialen Überlegungen. Und man kann durchaus unsere Koalition zusammenfassen unter den Themen sozial, mutig, menschlich, nachhaltig. Und ich bin überzeugt, dass das auch die Leitlinien sind für unsere gemeinsame Arbeit, dass der Mensch im Mittelpunkt steht, dass wir aber die neuen Technologien stark hereinholen wollen, insbesondere im Bereich der Digitalisierung. Auch hier haben wir vor, die Digitalisierungshauptstadt Europas zu werden. Da nähern wir uns an schrittweise, haben aber noch Luft nach oben, wie ich meine, und gute Überlegungen, dieses Ziel auch zu erreichen. Und in der Verkehrspolitik ist uns wichtig, dass wir hier nicht Verkehrsteilnehmer gegeneinander ausspielen, sondern dass wir Verkehrskonzepte gemeinsam entwickeln, wo es vor allem darum geht, Mobilität den Wienerinnen und Wienern zu ermöglichen. Und dass wir ganz stark an dem sogenannten Modal Split arbeiten, das heißt Menschen auch verstärkt auf öffentliche Verkehrsmittel zu bringen, das einhergeht mit dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs, dass wir aber natürlich auch einen Blick haben auf den Ausbau des Radwegnetzes
und dass wir Möglichkeiten schaffen, dass man auch gerne flaniert, das heißt gerne zu Fuß geht in der Stadt, verkehrsberuhigende Maßnahmen setzen wollen. Also von daher ist das, wie ich meine, ein sehr fortschrittliches, modernes Programm, das wir Ihnen heute ansatzweise präsentieren können. Es ist ein sehr umfassendes Programm, das wir jetzt dann auch Ihnen gedruckt in Bälde übermitteln werden. Und die meisten wird es lieber sein elektronisch. Aber Sie können sich dann einlesen und werden sehen, dass wir hier bis ins Detail sehr, sehr gute und, wie ich meine, fortschrittliche, moderne Ideen zusammengefasst haben. Das heißt, eine weltoffene Metropole, die den sozialen Zusammenhalt in den Vordergrund rückt und vor allem zeigt, dass wir auch innerhalb einer Koalition miteinander arbeiten wollen und uns da nicht wechselseitig blockieren wollen, dass wir die Verhandlungen auf Augenhöhe geführt haben und so werden wir auch die Koalition führen. Und es waren nicht nur inhaltlich, sondern auch atmosphärisch sehr, sehr gute Gespräche, die mich optimistisch stimmen, dass das eine sehr gut funktionierende Koalition sein wird. Ich darf das Wort jetzt weitergeben an den designierten Vizebürgermeister und freue mich schon sehr auf die gute Zusammenarbeit. Vielen Dank, Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren. Ich kann gleich bei dem anschließen, was Sie zum Schluss gesagt haben, nämlich wir hatten sehr, sehr intensive und gute Verhandlungen. Verhandlungen auf Augenhöhe, wo wir vor allem eins festgestellt haben, wir haben gemeinsame Ideen, wir haben gemeinsame Visionen für die Zukunft und vor allem wir bringen beide sehr viel Zukunftskompetenz auch mit für die anstehenden Probleme, die es auch gibt. Und ich danke da vor allem auch für die fairen und guten Verhandlungen auf Augenhöhe, die auch sehr schnell waren, obwohl wir sehr gewissenhaft und tiefgehend auch verhandelt haben. Das wird man beim Programm dann sehen. Es ist wirklich ein großer Wurf geworden mit sehr, sehr vielen auch konkreten Maßnahmen. Und wir haben es geschafft, innerhalb von nur 18 Tagen ein so umfassendes Programm auch gemeinsam zu verhandeln. Es waren zwar über 35 Verhandlungsgruppen, aber alle diese Gruppen waren geprägt auch von einem Gemeinschaftsgefühl, auch von einem Vertrauen und von der Gewissheit, dass wir die Probleme, denen wir gegenüberstehen, auch mit dieser Koalition auch eine Antwort finden werden. Und ich sehe es auch als gute Tradition auch vom deutschen Vorbild, sozialliberale Koalition, die in der Bundesrepublik Deutschland auch erfolgreich geführt worden sind. Es ist jetzt das erste Mal in der österreichischen Geschichte, dass wir zumindest mal einen Koalitionsvertrag auch gemeinsam ausgehandelt haben, der natürlich noch beschlossen werden muss durch die Gremien von Seiten der Sozialdemokratie und bei uns morgen von einer Mitgliederversammlung. Für mich ist das Motto der Koalition, dass wir auf den Errungenschaften der Stadt aufbauen und die Stadt ambitioniert in die Zukunft führen werden. Und es gibt hier mehr als genug Herausforderungen aktuell, natürlich durch die Corona-Krise und den kommenden Lockdown, wird es vor allem darum gehen, den Bereich des Arbeitsmarktes, den Bereich der Wirtschaft auch so anzugehen, dass Arbeitsplätze nicht nur erhalten werden, sondern auch wieder entstehen. Und hier braucht es ambitionierte wirtschaftspolitische Programme, auch Konjunkturprogramme, die ja auch schon auf Schiene gebracht worden sind. Und natürlich braucht es in der Krise vor allem ein stabiles, ein starkes Gesundheitssystem, wo wir natürlich auch noch schauen können, wie bringen wir das Thema Digitalisierung zum Beispiel noch stärker in den Gesundheitssektor, um hier auch noch mehr leisten zu können, aufbauend auf dem, was das Wiener Gesundheitspersonal in diesen Tagen schon Ausgezeichnetes auch leistet. Aber es wird in dieser Koalition nicht nur um die Krise gehen, die jetzt natürlich im Mittelpunkt steht, sondern es geht um eine Fortschrittskoalition, die 5 Jahre im Auge hat. Nicht nur die Krisenbewältigung, die wichtig ist, sondern Visionen, mutige Ideen auch festgeschrieben hat für die Zeit danach und viele Ideen, die auch nach mehr als 5 Jahren noch wirken werden. Wir haben hier von meiner Seite 3 wichtige Punkte, die meiner Partei und mir auch im Wahlkampf schon sehr, sehr wichtig waren, auf die ich eingehen möchte. Das ist das Themenfeld der Bildung, der Frage des Klimaschutzes und natürlich auch die Frage der Transparenz. Im Bereich der Bildung bin ich sehr froh, dass wir gemeinsam auch die Auffassung haben, dass wir auf dem Guten aufbauen müssen, aber natürlich noch zusätzliche Anstrengungen auch erreichen müssen, um Chancengerechtigkeit auch in dieser Stadt noch stärker voranzustellen und wirklich jedem Kind auch das Versprechen zu geben, dass Aufstieg durch Bildung auch möglich ist. Und da gibt es eine gute Basis durch den Ausbau der Ganztagsschulen. 70 wurden ja auch schon umgestellt auf eine Gratis-Ganztagsschule.
10 werden pro Jahr auch folgen. Das ist eine gute Basis, auf der man aufbauen kann. Und diese Maßnahme wird begleitet durch weitere Projekte. Der Herr Bürgermeister hat schon kurz angesprochen, das Wiener Bildungsversprechen. Eines der Kernprojekte auch von uns in dieser Koalition wird sein, die Schulen, die in Wien besondere Herausforderungen haben, auch besonders zu unterstützen. Durch einen Schulentwicklungsprozess, der so groß ist, wie es ihn noch nie gegeben hat. Durch zusätzliche Unterstützung durch Schulpsychologen, aber auch durch eine Unterstützung an jeder Wiener Pflichtschule, durch eine administrative Unterstützung, damit sich Lehrerinnen und Lehrer wirklich auch mehr auf das konzentrieren können, was ihre Aufgabe ist, nämlich auch das Vermitteln von Wissen und das Arbeiten mit den Kindern, um die Talente in den Mittelpunkt zu stellen und damit wirklich Schulen und Kindergärten auch die Startrampe sind für ein geglücktes Leben. Wir haben im Bereich der Kindergärten auch ein sehr ambitioniertes Ziel uns vorgenommen, nämlich nicht nur den quantitativen Ausbau, sondern auch den qualitativen Ausbau. Und wir wollen hier auch das Betreuungsverhältnis langfristig verbessern und auch zusätzliche Unterstützung in die Kindergärten bringen, indem wir zum Beispiel die Anzahl der Sprachförderkräften in den Kindergärten auf 500 erhöhen, bisher gab es 300, weil die Sprache unglaublich wichtig ist und der Grundstein für eine gelungene Bildung und ein geglücktes Leben schon im Kindergarten passiert und darum sind wir im Kindergarten schon sehr, sehr ambitioniert. Und wir wollen, dass Wien die kinder- und jugendfreundlichste Stadt der Welt wird. Das ist unser Ziel, hier eine Stadt zu haben, wo Kinder und Jugendliche wirklich alle Chancen und auch alle Möglichkeiten haben. Zweites Themenfeld der Transparenz. Auch hier ist ein wirklich großer Wurf auch gelungen, wo wir uns gemeinsam sehr, sehr viel auch vorgenommen haben. Wir wollen den Stadtrechnungshof stärken. Wir wollen auch das Mittel der Untersuchungskommission stärken und ausbauen. Wir wollen auch, dass der Stadtrechnungshof die Kompetenz bekommt, auch die Landesparteien auch Einschau zu halten und Einsichtsrechte bekommt. Wir haben vereinbart, dass die Wahlkampfkostenobergrenze gesenkt wird um zumindest 1 Million Euro und dass es Sanktionen gibt, wenn auch die Wahlkampfkostenobergrenze überschritten wird. Hier gab es ja auch schon vor dem Wahlkampf ein gemeinsames Fairnessabkommen, was ausgehandelt worden ist. Und im Koalitionsübereinkommen haben wir auch darauf aufgebaut. Wir werden darüber hinaus eine Antikorruptionsstelle in dieser Stadt auch schaffen, eine unabhängige, mit einer dazugehörigen auch Whistleblowing-Plattform, um hier auch die Institutionen in der Stadt zu stärken. Und wir werden einen Informationsfreiheitsbeauftragten in dieser Stadt auch etablieren. Auf Bundesebene gibt es hier leider nicht den Willen dazu, obwohl genau so ein Informationsfreiheitsbeauftragter unglaublich wichtig ist, weil die Auffassung ist, dass die Bürgerinnen und Bürger möglichst viel Informationen auch bekommen sollen und hier auch mittels Digitalisierung und auch Transparenz den Anspruch haben sollen, möglichst viele Informationen auch zu bekommen. Drittes Themenfeld, Klima, Klimaschutz. Es ist ein unglaublich ambitioniertes, zukunftsweisendes Programm mit einem Klimaschutzgesetz, das wir uns gemeinsam vornehmen, das es in dieser Form in keiner anderen Stadt gibt, nämlich mit dem Ziel, bis 2040 auch CO2-neutral zu sein. Und wir uns mittels eines Gesetzes auch einen Fahrplan festlegen und damit auch Instrumente schaffen, um diesen ambitionierten Plan auch einzuhalten. Wir wollen die Radwege ausbauen, erhöhen hier das Budget sehr signifikant. Wir vervierfachen das Budget für den Ausbau von Radwegen und wir wollen auch neue Straßenbahnen in den Außenbezirken. Man sieht, es ist ein großer Wurf im Bildungsbereich, es ist sehr ambitioniert in der Frage der Transparenz. Und der Klimaschutz hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert in dieser Koalition, weil der Klimawandel eine unglaublich große Herausforderung ist für unsere Gesellschaft und für unsere Stadt. Und es ist nicht nur der Klimawandel, sondern auch die Klimawandelanpassung in dieser Stadt durch zusätzliche Begrünung. Auch das haben wir uns vorgenommen. Abschließend möchte ich mit den großen Herausforderungen, die jetzt in dieser Krise vor allem die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und vor allem auch die Kleinbetriebe in dieser Stadt haben. Die leiden besonders darunter, haben eine unsichere Zukunft und hier ist es auch unser Ziel, diese treffsicher auch zu unterstützen und auch Anreize zu setzen, dass wirklich Kleinbetriebe gestärkt werden und damit Arbeitsplätze in dieser Stadt auch erhalten bleiben. Ich danke zum Schluss für das gute Gesprächsklima in den Koalitionsverhandlungen, freue mich vor allem auf das gemeinsame Arbeiten
das wir schon in den Verhandlungen sehr gut gezeigt haben, auch mit einem guten Team auf unserer Seite und einem sehr guten Team auf Seiten der SPÖ. Wir haben hier Großes geschaffen in einem ersten Schritt und ich freue mich auf alles Weitere, was kommt. Vielen Dank. Vielen Dank, Clubvorsitzender Wiederkehr. Vielen Dank, Bürgermeister Dr. Michael Ludwig. Wie besprochen, heute gehen wir sozusagen jetzt in die nächsten Termine und morgen sehen wir uns genau in diesem Raum, aber zu einer anderen Uhrzeit, und zwar um 19 Uhr in derselben Konstellation wieder und dann auch ausführlicher. Vielen Dank.